Also, willkommen zurück bei Bayonetta. Wieder mit den Ochsenköpfen als Gegnern hier, gleich am Anfang. Der Start war so gut gerade. Oder vorhin. Ja, Mann, ey! Zieht euch das rein. Die machen eine Kombi und ziehen erstmal gleich alle Lebenspunkte ab. Komm, das machen wir nochmal. Tut doch nichts. Vor allem, ich drück die Olle aus, weil Pro Controller. Reaktionszeit von einem Schneebesen. Geistiger Dünnpfiff, bitte hier einsetzen. Drück doch den Scheiß-Button! Es bringt nix. Ach, hier Reaktionszeit akkurat. Im Game. So ist das eher so ein Glücksspiel, ob das jetzt klappt oder nicht. Wenigstens etwas. Na, geht doch. Das Match. Ey. Ich drück den Button. Er springt einfach. Sie springt einfach irgendwo hin, aber nicht dahin, wo sie hin soll. Wie der mich da trifft. Ach komm, ey. Einfach nur eine bodenlose Frechheit, diese Gegner hier. Das ist einfach nur eine bodenlose Frechheit, diese Gegnerrunde. Das ist so eine bodenlose Frechheit. Ja, und ich muss das jetzt in diesem Schwierigkeitsgrad schaffen. Ich kann nicht während des Dings hier mal eben den Schwierigkeitsgrad ändern. Das ist doch. Alter! So ein Troll. So ein Troll hier. Wenigstens etwas.
Oh, geht doch, ey. Natürlich verschwinden jetzt die. Jetzt kommen nämlich diese anderen Kackviecher hier. Nee, das sind noch nicht die Kackviecher. Das sind nicht die Kackviecher. Die gehen eigentlich sogar. Ja, kennen wir schon. Überspringen bitte. Ah! Nein! Einfach in der Luft rumpacken. Folterangriff. Endlich mal was Schönes. Jawoll! Einfach mal die Kettensäge holen. War das ein bisschen übertrieben? Ich glaube nicht. Die hat die Kettensäge ja immer noch. Wie oft will sie die noch einsetzen? Ach, die kann sie meinetwegen die ganze Zeit ausgepackt lassen. Die ist ja... Das ist doch mal eine richtig hübsche Kettensäge gewesen. Oh, endlich. Endlich! Hat ja nur 500... Oh krass, trotzdem Bronze. Hat ja nur 500 Jahre gedauert, gefühlt. Ein Herzteil. Eins noch, dann habe ich wieder mehr Lebenspunkte. Da kriegt man doch schon wieder gute Laune. Eben schon die ganze Zeit. Ich meine... Ah ja, meint er auch gerade so zu mir. Ey, ne, du bist die ganze Zeit am Rumfluchen und so weiter. Aber es macht halt eben irgendwie trotzdem scheiße viel Spaß. Das ist irgendwie total weird. Ja, nee. Oh, was haben wir denn da? Den Einkäufer. Nee, den Käufermann brauchen wir gerade nicht, glaube ich. So, das muss während des Hexentrainings benutzt worden sein. Wenn ich drauf trete, spüre ich den Hauch einer Bewegung. Ah, vermutlich muss ich von da oben drauf springen. Vielleicht ist das der Trick. Aha. Tatsächlich. Dann her mit dem Sonic Ring. Sonic mit Z. Freundlich und einladend. Dieser Turm. Mit kleinen Rattis. Och, hier sind Rattis. Das ist ja süß. Hier kann ja gar nichts Schlimmes passieren. Sagt der. Und freut sich auf Ador. Ah, natürlich, die kommen auch zu zweit. Drecksviecher. Wäre auch zu freundlich, wenn die Gegner hier mal alleine kommen würden. Ja, Hauptsache eingesperrt und eingekerkert. Aufnehmen, was habe ich denn jetzt hier?
Gib mir diese olle Waffe. Ach, egal. Jetzt hau ich ihn einfach kaputt und gut ist die Geschichte. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Bekomme ich diese Bilder auch mal irgendwann zu Gesicht oder sind die dann einfach nur drin? Also sind diese Snapshot-Dinger... Also ich hätte nämlich schon ganz gerne... Einfach mal so aus Spaß diese... Moment. Hat das mit dem Mond jetzt irgendwas Besonderes auf sich? Irgendwie sehe ich jetzt nichts. Aber die machen die ganze Zeit hier so zap, 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 zap. Und Bilder und sowas. Aber irgendwie... Passiert dann nichts. Ich dachte, ich muss da hoch. Ach so. Klar, natürlich kann ich da jetzt hoch. Was? Boink. Das hätte ich kommen sehen müssen. Das war ganz klar. Ich sehe gerade überhaupt nichts, weil hier einfach nur überall Gegner rumflattern. Aber das ist okay, I'm fine with it. Folterangriff! Hol die Kettensäge! Jawoll! Einmal richtig schön durch die Mitte, danke sehr! Ernsthaft? Bin ich gerade eben wieder hochgefahren? Aber jetzt hoch oder runter? Hoppla! Da musste ich niesen. Jetzt aber. Ja, also. Und noch mal die Kettensäge aus dem Gepäck. Oh, du kommst mir nicht davon. Sag ich doch. Zack, zack, zack. Eingepackt. Ich muss da lang, oder? Ja, das sieht zumindest so aus, so wie hier die Lichter angehen. Au. Sicher? Ja, doch. War der richtige Weg. Na, was kommt jetzt für ein Gegner? Okay, das heißt, hier sind irgendwo Statuen. Was haben wir da? Achso, ein Hebel. Ziehen wir den mal. Haben wir dann Tag oder so? Okay. Wir haben hier irgendwie Durchgang. Ah, hier sind die Statuen. Wir sind ja kaputt. Kaputte Statuen will ich nicht. Heile Statuen.
Teile einer brutal zerstörten Hexenstatue, eine Energiequelle hindert sie daran, die ursprüngliche Form anzunehmen. Danke. Auch nicht schon wieder die... Ach ja, ach, es ist doch zum Kotzen. Diese Stelle ist doch so... Diese Gegner sind so kacke. Einmal mal hier versucht, ein bisschen konzentriert an die Sache ranzugehen, mal wieder. Na also, und nochmal. Und jetzt einmal den Analogstick rühren. Geht doch. Smack. Nummer 1. Uah, Kamera. Oh. Von der Kamera getrollt. Das war macht denn so ein Scheiß? Geht doch. Wenn jetzt hier jede Gruppe an Gegnern auf einmal einen, wie heißt das? So ein, ich würde mal sagen, eine Errungenschaft für sich wird, ne? Genau, der normale Gegner ist plötzlich ein Bossfight. Ja, okay. Wo lang soll ich denn? Da lang oder in die andere Richtung? Jetzt erstmal da lang. Okay, nein, definitiv nicht. Der Nefson! Stubenraid, ich grüße dich und vielen Dank für deinen Raid hier in meinem Stream, in dem alles andere als freundlich geredet wird. Hier wird nur noch geflucht heute. Sonnenblümchen, ich grüße dich. Und wenn aber noch Suppe, die Suppe ist auch da, das freut mich. Der Nefson, der hat Mario Kart 8 gespielt. Au. Das muss ich auch mal spielen. Ich spiele nämlich hier auch gerade auf der Switch, die Switch. Oh, ich sehe nichts. Ich futter mal lieber was. Ach, guck mal hier, der kleine Stubendrache ist auch dabei. Ich grüße dich. Lodi Next Door, ich grüße dich auch. Und wieder mal dann noch Nikoni Huzuki. Schön. Freundschaften gingen heute auf jeden Fall verloren. Das ist genau so funktioniert Mario Kart. Ich dachte, das ist Ziel des Ganzen. Quack, quack, quack. Was? Ich dachte, das gehört sich so. Mario Kart ist kein Spiel für Freundschaften. Mario Kart ist ein Spiel gegen Freundschaften. Aber das weiß man, sobald man das Spiel angefangen hat.
So, wir haben hier wieder ein neues Büchlein bekommen. Witch Graves Within the City. Und wir kriegen hier so ein bisschen so Flashbacks und sowas. Naja, nicht gespielt, eher gesalzen. Dann bist du, also wenn du Salz sehen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich spiele Bayonetta auf den mir höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad normal. Und ich bin so dermaßen, so eine Ader habe ich, sage ich euch. Ich habe Mario Kart angefangen und habe jetzt mehr Freunde als vorher. Moment, dann Sonnenblümchen, dann machst du irgendwas falsch. Das funktioniert so nicht. Mario Kart ist dafür da, um Leute zu sich einzuladen und zu sagen, da ist die Tür. Nur deswegen. Und dann sagst du, ich melde mich bei dir und du musst nochmal neu starten. Wieso? Wieso muss ich? Achso, neu starten. Also, Mario Kart ist definitiv keine Liebe. Das ist der pure Horror. Das ist das neue Smash Brothers. Mario Kart hält sogar eine Beziehung aus oder andersrum. Sonnenblümchen, ich glaub dir das nicht. Schatz, lass mal Mario Kart spielen. Das müssen wir mal auf die Prüfung stellen. Schatz, lass mal Mario Kart spielen, ist genauso wie Schatz, ich setz dich vor die Tür. Nefson ist dein Zeuge. Nefson, was sagst du dazu? Hat Sonnenblümchen recht? Ist das so? Ist das wirklich so? Sonnenblümchen? Also, Nefson? Ich dachte, Ikea ist die Beziehungsprobe. Und Suppe auch. So wie Loli. Nee. Nein, nee, nein. Das. Als nächstes kommst du mir noch mit rosa pupsenden Einhörnchen, was du. Einhörnchen, die du gestern getroffen hast oder so, beim Einkaufen im. Im Ikea. Ich spiele keine Switch mit ihm. Wie spielst du dann Mario Kart mit ihm? Mario Kart 64 oder Super Mario Kart? Sag mir, dass du eine Super Nintendo hast. Der Raid wollte dich nicht mitnehmen? Spalding, was ist da los? Das ist ja gemein. Aber schön, dass du es doch noch über Umwege geschafft hast. Wir sind gerade dabei, diesen Text hier zu lesen. Ich lese ihn einfach mal vor. Was habt ihr denn gespielt? Achso, Mario Kart habt ihr gespielt, das Thema haben wir ja gerade. Ne, die rosa Pupsen Einhörnchen gibt es heute in der Lasagne. Ja. Das auch. So, in ganz Vigrid wimmelt es von Vermächtnissen aus vergangenen Zeiten. Dazu zählen auch die Steinsärge, in denen man verstorbene Hexen zu beerdigen pflegte. Gemeinsam mit den anderen Wächtern über die Zeit, den Lumenweisen, setzten die Umbra-Hexen ihre Kräfte dazu ein, jeden Eindringling in Vigrid abzuwehren. Unter jener Schutzherrschaft, also, hielten sich die Hexen streng an die Grundsätze ihrer Vereinbarung der Unterwelt. Die mächtigsten der Hexen wurden als Hüter glorifiziert und in den Steinsärgen überall in der Stadt zu Grabe getragen. Das ist super freundlich, oder? Diese Särge waren fest versiegelt. Man sagte, nur diejenigen, die über das Zauberwissen einer Hexe Bescheid wussten, konnten diese auch wieder öffnen. Moment, das heißt also, der Vater von Jake wusste, wie man so einen Sarg öffnet. Selbst. Und Sonnenblümchen, vielen lieben Dank für dein duftes Follow. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was über mich. Selbst während der Hexenjagden, in denen die Särge verwüstet werden sollten, gelang es niemandem auch nur einen Blick auf ihren Inhalt zu erhaschen. Was das Ganze auch nur bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Eine Theorie besagt, dass laut Vereinbarungen zwischen den Hexen und ihrem Dämonenmeister nach dem Tod einer Hexe weder Seele noch Körper auf Erden zurückbleiben darf. Aus dieser Pflicht heraus haben sich angeblich auch die umbraschen Bestattungsriten herausgebildet. Die Frauen beerdigten ihre Verwandten in würdigen Steinsärgen, um denjenigen das Leid zu erleichtern, die unterwegs nach Inferno waren, wenn auch der gewünschte Effekt minimal sein sollte. Warte mal. Ich baue ein Ikea-Bett allein auf. Nehme die Anleitung als Aufbauempfehlung. Next Level Ikea hier.
Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das magische Siegel der Särge nicht gebrochen werden konnte, wurden die Sarkophage mit dem Sonnensiegel der Lumen versehen, das ein Gegengewicht darstellen soll. Das macht die Sache mysteriöser. Sollten nämlich eines Tages die Macht der Hexen wieder Einzug in die Welt halten, würden diese ihre Steinsärge aufgrund der Siegel nicht mehr öffnen können. Allein darin lässt sich das Ausmaß der Hexenjagd, der diese Frauen in jenen Zeiten unterworfen waren, erkennen. Im Gegensatz zu den Hexengräbern, deren Aufenthaltsort ich oben beschrieben habe, weiß man nichts Genaueres über den Verbleib der Gräber der Lumenweisen. Die noch verbliebenen Aufzeichnungen lassen vermuten, dass ihre letzte Stätte zusammen mit den Umbra in den Tälern des Halbmondes und Sonnenaufgangs zu finden ist. Man munkelt, dass irgendwo in Vigrid Versuche unternommen werden, den toten Hexen die Geisterenergie zu entlocken. Das endgültige Schicksal der Umbra-Hexen und Lumensagen ist noch immer nicht besiegelt. Oh. Okay. Mysteriös. Ja, also, wie gesagt, ich bin der dufte Typ, ich spiele hier. Ich zocke allen möglichen Kram von Retro über AAA-Titel, über auch so etwas exotische Sachen, wie beispielsweise hier, das halt. Wie heißt das? Bayonetta. War so ein bisschen eine Empfehlung, ich bin immer wieder drüber gestolpert und irgendwie hieß es dann, ist eigentlich ein geiles Game, muss man mal probiert haben. Hab mich nie rangewagt, damals auf der Wii schon nicht. Da kam ja eigentlich Bayonetta 2 für raus, genauso wie dann auch später für die Wii U. Hab ich mich nie rangetraut, jetzt habe ich gesagt, es wird mal Zeit. Bayonetta 3 hat mich irgendwie gecatcht, beziehungsweise so vom Aussehen her. Daraufhin habe ich mir dann Bayonetta 1 für die PlayStation 3 geholt. Dann habe ich aber Bayonetta 2 für die Switch von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wo es dann auch nochmal Bayonetta 1 für die Switch gab. Und das spielen wir jetzt. So, langer Weg zum Ziel. Aber irgendwie sind wir dann hier angetanzt. Und jetzt will ich hier mal ein bisschen Action. Habe ich jetzt das gesamte Stück? Wir haben die gesamte Sonate D-Dur gesammelt. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier schon fast am Ende des Stage sein. Was ich sehr bevorzugen würde, denn ich habe nämlich keinen Bock mehr auf dieses Level. Danke. Genau deswegen. Es passiert immer so ein Mist. Egal wo ich hintrete, brechen die Steine auseinander. Wupp, wupp. Egal, wo ich hinlaufe und hintrete. Und wer bist du jetzt? Inspired. Inspiration ist es. Immer wenn dieses Lied anfängt, denke ich, jetzt kommt Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time. Was soll denn das? Wo ist denn der jetzt hin? Der hässliche Drache. Da ist der hässliche Drache hin. Konter. Was darf ich machen? Ordentlich ins Gesicht drücken. Ich find's so herrlich. Also, so manche Moves sind halt eben echt geil von dem Game. Muss man mal so festhalten. Aber auch ein bisschen übertrieben. Ach shit, ich habe keine Energie. Und das war's. Nochmal von vorn.
aber nur ein bisschen. Ja, also es kann noch ein bisschen härter sein, ne? So ein klein wenig mehr. Ich finde, die haben es hier noch ein bisschen untertrieben, was die ganze Action hier angeht. Warum habe ich jetzt diese Krallen jetzt auf einmal? Ich mag das Sexappeal von diesem Game hier. Also, ich finde Bayonetta jetzt nicht unbedingt super hübsch. Aber ich finde es jetzt. Ach komm. Aber die Gestiken, die sie macht, sind halt eben irgendwie ziemlich witzig. Deswegen ist es halt eben schon ein bisschen Laune bringen. Ach komm. Da ist er. Whip. Das ist so ein bisschen wie Hula Hoop springen hier gerade. Nicht Hula Hoop. Diese anderen Dinger. Wie heißt denn das? Ich komm gerade nicht drauf. Ach komm. Jetzt aber! So, welche Taste war das? Ah. Und römms runter da. Jetzt kriegst du noch mal ein paar Schläge von mir ab. Weil du so ein böser Bube bist. Climax hinterher. Oh, der Vogel hat ein Würmchen gefangen. Njom, njom. Das ist süß. Auf eine bizarre Art und Weise niedlich. So, ich hätte jetzt ganz gerne ein extra Herz. Dankeschön. Oder ein Knutscher. Ein kleiner Knutscher. Durch die Luft. Her mit dem Umbras. Hier oben, das sieht mir doch so aus, als ob da irgendwas. Ne, da gibt es leider nichts. Schade. Aber. So, also jetzt könnte ich hier hochklettern, aber kann ich gar nicht. Schade. Was die Hexe sagt. Moment. Ich sehe gerade Kisten und Kisten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hier jetzt. Moment, komme ich da hoch mit einem Jump? Yes! Da ist wieder ein Buch. Das ist das Buch hier, oder? Rodin and the Gates of the Hell. Okay. Was haben wir denn hier wieder für einen herrlich lieben Text? Es gibt einen Ort, den Schurken und Bösewichte tief ins Herz geschlossen haben. Nur Geld hat hier das Sagen. Hier habe ich auch mein Büro. Jemand, der für den Ort, dessen ursprüngliche Bezeichnung verwendet, muss zwangsläufig ein Neuling sein. Alte Hasen kennen das Loch nämlich nur unter dem einen Namen. Halde. Müllhalde. Kämpfe und Streitereien um Geld gehören hier zur Tagesordnung. Der Ansatz, respektiere deinen Nächsten, ist den Stammgästen schon seit langem abhanden gekommen. Was die Leute hier suchen, was sie gerne sehen, liegt jenseits dieser Welt.
Ihn dürstet nach dem Lärm, der nur vom Okkulten inspiriert sein kann. Die Erscheinung eines Schreckgespensts, ein Mensch, der von einem Dämon verzehrt wird. Genau daran laben sie sich, wenn sie in einer der unzähligen Kaschemmen der Gegend saufen und raufen. Klingt eigentlich echt wie jede Party, zu der ich gehe. Und eben diesen Ort habe ich mir auf einer Pilgerfahrt auf der Suche nach einer Wirklichkeit, an die ich mich klammern kann, ausgesucht. Die Halde ist der jämmerliche Bienenstock für Abschaum jeder Couleur, Heimat der Schwarzmarkthändler, Informanten und Teufelsjäger. Doch von all jenen Gesellen ist Roden, seines Zeichens Eigentümer des Tors zur Hölle, der seltsamste. Ach stopp, Roden, das ist der Typ, von dem wir die ganze Zeit unsere Fähigkeiten kaufen. Nach außen hin der Barbesitzer, so munkeln viele, dass er eher im Waffenhandel zu Hause ist. Das ist korrekt. Natürlich bleiben solche Geheimnisse einem Besucher seines Etablissements wie mir verborgen. Doch allein die Aura, die ihn umgibt, lässt vermuten, dass es sich bei ihm um einen gefährlichen Mann handelt. Nicht gefährlich im üblichen Sinne, gefährlich auf nie dagewesenem Niveau. Mit dem richtigen Einfluss, so mutmaßen meine Kollegen, kann man Roden durchaus dazu bewegen, die eine Rasierklinge oder den anderen Revolver springen zu lassen, sollte man selbige benötigen. Alles natürlich eine Frage des richtigen Preises. Mehr ließ sich aus den Leuten hier nicht herausquetschen. Interessant sind allerdings auch die Gerüchte, wonach die Bar von einem geheimen Eingang aus betreten werden kann. So soll Roden einen auch mit Gütern versorgen können, die man mit Geld nicht kaufen kann, sondern nur mit den Seelen der Toten. Dabei soll es sich aber nicht um herkömmlich gefertigte Güter handeln, sondern um Waffen, die aus nur im Inferno zu findenden Materialien hergestellt wurden. In der Halde gibt es so viele Gerüchte, dass ich leicht ein Ohr damit abkauen ließe. Und hätte ich nicht das Fresko von der dreifaltigen Wirklichkeit, ein Merkmal der Religion wie Grit, an der Wand von Rodens Büro gesehen, so hätte ich es dabei belassen. Wenn ich dem Mann gezielt hinterher schnüffle, gelange ich früher oder später wohl bei der Wahrheit an, die ich so verzweifelt suche. Achtlose Schnüffeln aber endet oft im Straßengraben oder mit der Kugel im Kopf. Ich muss klug vorgehen und darf nichts dem Zufall überlassen, deswegen sind diese Zeilen schon 800 Jahre alt und der Verfasser mittlerweile schon vergessen. So ist das. Aber so gehört sich das. Zickzack, Kugel durch den Kopf. Und jetzt hier erstmal diese Kiste kaputt gehauen. Ein Herzstück. Ein zerbrochenes Herzstück. Jetzt nur noch ein... Warte mal. Habe ich jetzt schon wieder 4 Stück gehabt? Tatsächlich. Meine Lebenspunkte sind mehr geworden. Oh, glücklich. Legend of Zelda lässt grüßen. Und nochmal. Ich hab dich doch schon besiegt. Ach, fuck. Ey, der hat ja wohl gar nicht gezielt, Kollege. Ja, wird's noch? Ja, jetzt gibt er hier aber ordentlich Tacho. Also der Animationswechsel war gerade weird. So. Schon besser hier.
Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was hier passiert. Also muss das so, dass sie hier so eine 8 rollt und das war's und mich dabei auch noch verfehlt? Oder habe ich hier so einen toten Winkel erreicht? Boah! War das? Ui. Weia, das ist schon knappig hier gerade. Also das mit dem Schießen hat zumindest schon mal gut funktioniert. Nein! Daneben! Luna! Grüß dich, fuck. Scheiße. Ah, schön, dass du mal rumkommst. Lange nicht gesehen. Die Luna Nikolain. Wie geht's dir? Du ihn, nicht ehrlich? Ja. Das war auch der ursprüngliche Plan, dass ich ihn besiege, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Mir geht's super, gelangweilt. Dann hoffe ich, dass ich dich ein bisschen kurzweilen kann hier mit dem ganzen Hexengedöns. Denn wir sind hier bei Bayonetta. Hier gibt es nur Action. Action, Action. Ah, shit. Buch. Kennen wir schon. Und hier nochmal das Herzstück. Krass. Und nochmal. Diesmal sind wir aber auch mit vollen Lebenspunkten da. Jetzt gibt es hier nämlich richtig Ärger. Jetzt gibt es Ärger und es wird noch härter. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Da. Und da ist er wieder unten. Immer schön runter mit dir, Freundchen. Was macht der denn da? Hat der irgendwie einen epileptischen Anfall oder so? Der dreht sich da nur im Kreis und tut nichts. Komm mal wieder runter. Ich weiß, dass du das kannst. Boink. Aber weißt du, solange du dann nur durch die Luft prügelst, hau ich dir einfach weiter ein paar Kugeln entgegen.
Also irgendwie habe ich hier echt eine Stelle erreicht oder gefunden, bei der er einfach gefühlt nichts macht, ne? Ich kann hier einfach stehen und schießen die ganze Zeit. Aber zu witzig. Mach das doch normal. Komm, mach das normal. Nee, er fliegt wieder durch die Gegend. Macht nichts. Dann kriegt er halt eben wieder ein paar Schüsse ab, bis er mit dem Kopf auf der Brücke aufschlägt. Da ist er wieder. Einfach. Mal kaputt machen. So. Das ist das erste Mal seit paar Wochen wieder, dass ich wirklich nichts zu tun habe. Rein gar nichts. Oh, wollen wir tauschen? Der Zaun war den Elementen ausgesetzt und ist ziemlich marode. Mit ein bisschen Kraft lässt er sich zerstören. Na dann. Boing. Und fort. Niemand braucht diesen Zaun. Aber wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Bis gleich.